Das Ganze mit dem Bildungsgutschein, da hatte ich zum Glück keine Probleme. Also, ihr habt mich da auf jeden Fall super beraten. Irgendwann gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist und auch nicht mehr der Zeit entspricht. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Dustin, ich freue mich ganz besonders auf unser Testimonial und ich freue mich, dass wir einfach nochmal über diese besonders aufregende Zeit für dich auch sprechen können. Ja, stell dich doch gerne einfach mal vor. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich bin Dustin, habe hier im Februar angefangen bei D-Start und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich komme aus dem Einzelhandel und habe da meine Ausbildung gemacht, dann noch 2 Jahre danach gearbeitet und auf jeden Fall irgendwann gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist und auch nicht mehr der Zeit entspricht, also zumindest hier in Bremen, wo ich herkomme, und habe mich dann umgeschaut. Ja, cool. Danke für deine Vorstellung. Wie bist du denn dann auf uns aufmerksam geworden? Also ich bin erst in eine falsche Richtung gegangen. Ich habe mich umgeschaut in Weiterbildungen von Wirtschaftsfachwirt. Das ist quasi eine Erweiterung vom Einzelhandelskaufmann. Und habe dann aber auch schnell gemerkt, nachdem ich mal so 2 Wochen reingeschnuppert habe, dass es sehr trocken ist und, sage ich mal, nicht so meiner kreativen Ader, die ich auch schon in meiner Arbeit nicht so richtig ausleben durfte, nicht gerecht wird. Bevor ich dann erstmal auf euch gestoßen bin, habe ich dann bei meinem Cousin ein Praktikum gemacht im Online-Marketing und viel Bilder gemacht. Er hat mich auch ein bisschen mit Canva schon vertraut gemacht, ein Bildbearbeitungsprogramm, was man hier im Kurs auch noch sehr viel sieht und lernt. Habe dann auf jeden Fall gemerkt, das geht schon mehr in die richtige Richtung und bin dann, sage ich mal, wieder los, gegoogelt und bin dann auf euch gestoßen. Sehr schön. Also zack, Jo. verliebt. Dann Bildungsberatung mit Ja. Michelle. War sicher sehr, sehr aufregend, ne, weil sie ja auch aus dem Einzelhandel kommt. Wie lief die Bildungsberatung für dich und die Unterstützung zum Bildungsgutschein? Also wir sind erst so ein bisschen ins Gespräch gekommen, glaube ich, über E-Mail und dann irgendwann ins Gespräch und mega sympathisch mich beraten. Das Ganze mit dem Bildungsgutschein, da hatte ich zum Glück keine Probleme. Also ihr habt mich da auf jeden Fall super beraten. Ja, und dann mit der Agentur für Arbeit auch keine Probleme gehabt mit dem Bildungsgutschein. Dann hattest du dein Onboarding. Wie hast du dich danach gefühlt? Hast du dich gut vorbereitet gefühlt? Und wie waren so die ersten Lektionen für dich? Also mit dem Onboarding war auf jeden Fall alles verständlich, also ganz intuitiv eure Plattform. Ja, habe mich dann direkt rangesetzt und war da ganz euphorisch. Aber fand ich auf jeden Fall alles ziemlich einleuchtend und David war ja, sage ich mal, so einer der ersten Gesichter, die ich gesehen habe und fand ich auch immer mega sympathisch und toll erklärt. Ja. Der David holt einen da wirklich super ab, mit seiner energischen Art. Und vielleicht hat dich das eben auch so gepusht, ne, dass du denn Ja. da auch direkt so Gas gegeben hast. Also an der Stelle nochmal, wenn wir einmal darüber sprechen, großes, großes Lob. Du hast dich viel ausprobiert bei uns, auch viele freiwillige Sachen mitgemacht, ne? Du hast dich so ein bisschen ausprobiert an diesen freiwilligen Übungen und hast ja auch im Laufe der Weiterbildung ein ganz, ganz cooles Ticket gewonnen, Ja. weil du da auch echt coole Arbeit geleistet hast. Also mega geil. Da kommt auch noch dann ein bisschen Content von mir. Sehr cool. Wir freuen uns. Wir können super gerne dein Insta hier Jo. unten einblenden. Kann man vielleicht auch so ein bisschen verfolgen. Also klick da vielleicht mal beim Dustin rein. Und wir sind schon ganz gespannt. Da wirst du dann ja auch Tommy und Lucia das erste Mal treffen. Ja, da freue ich mich auch schon. Ja, die Praxisaufgaben, ne? Ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde jetzt sagen, die sind dir sehr, sehr gut gelungen. Die haben dir viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, willst du dazu noch selbst was sagen? Ja, also zu den Praxisaufgaben musste man zum Beispiel Werbeanzeigen gestalten. Ich habe jetzt das im Hotel genommen im Praxisbeispiel, habe mich da mal umgeguckt, wie die anderen das so machen und wollte auf jeden Fall so einen neuen Weg gehen und das erst mit, sage ich mal, mit Freunden drehen, aber da hatte dann keiner Zeit. Habe ich das teilweise nur mit mir alleine gedreht, dann mit verschiedenen Versionen von mir, ganz lustig. Und ich hoffe, dass die Anzeige, wenn sie mal irgendwann online geschaltet wird, in so einer Art ganz gut ankommt.
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich zu deinen Praxisaufgaben. Ne? Du hast das ganz, ganz toll gemacht. Du warst immer sehr engagiert und ich würde sagen, bist du auch sehr, sehr gut zurechtgekommen. Wie lief es denn bei den Quizabfragen im Laufe der Weiterbildung? Wie bist du da zurechtgekommen? Also wenn man, sage ich mal, sich das Ganze nochmal anschaut, es gibt ja immer zwischendurch so ein paar Quizaufgaben und am Ende nochmal, wenn man sich vorher, sage ich mal, nochmal so ein bisschen seine Notizen und so weiter anschaut und auch mitgeschrieben hat, dann muss man da nichts Böses erwarten. Aber hier hat das wirklich sehr gut funktioniert und da können sich die Schulen, falls es nochmal einen Lockdown gibt, eine Scheibe von euch abschneiden. Auch mit den Live-Sessions ist ja nicht nur, sage ich mal, so, dass man da nur die ganzen Aufgaben durchrattert und dann war es das. Ja. Mehrmals die Woche gibt es ja auch Live-Sessions, wo man Fragen stellen kann und wo auch interessante Gäste eingeladen werden, wo ich mich dann auch schon mit manchen vernetzt habe. Mhm. Zum Beispiel mit dem Daniel Devitan. Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich mega. Und ich denke, du warst natürlich auch sehr, sehr häufig in den Live-Sessions. Ne? Also ja. Du warst eigentlich immer dabei, wenn ich da war. Genau. Habe ich dich immer gesehen. Und ich denke, das hast du auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ne? Du bist da echt dran geblieben. Du hast da ganz, ganz viel noch on top gemacht. Und ich denke, daraus resultiert dann eben auch diese ausgezeichnete Leistung hier. Du konntest ja so ein bisschen was schon umsetzen für deine Tante. Jetzt geht's ja richtig los. Erzähl mal, wie soll es jetzt für dich weitergehen? Genau, also ich habe mich schon bei so ein paar Stellen beworben und habe, sage ich mal, auch noch eine Agentur gefunden hier in der Nähe, die ich ziemlich interessant finde und bin da schon im Gespräch gewesen mit dem Chef und hört sich auf jeden Fall alles ziemlich interessant an und wir können uns, sage ich mal, beide noch ziemlich viel beibringen, also gegenseitig. Und ja. Jo. Mega. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich mache mir bei dir überhaupt gar keine Sorgen, dass der Start nicht reibungslos laufen könnte. Also alles in Ordnung, wirklich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und freue mich natürlich erstmal, dass du bald Lucia und Tommy triffst und vielleicht lässt es sich ja irgendwann mal einrichten, dass du doch mal noch bei uns in Leipzig vorbeikommst. Wir würden uns wirklich mega freuen. Ja, gerne. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir für die schöne Zeit mit dir zusammen. Schön, dass du bei uns warst und wir drücken dir alle Daumen, die wir haben, wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und freuen uns, dass wir dich auf deiner Reise begleiten. Ich werde euch auf jeden Fall vermissen. Ist ja bald vorbei für mich. Für dich auch. Ja. Alles, alles Gute für dich und vielleicht bis bald hier bei uns im Leipziger Office. Ich auch und bis bald. I just wanna...